Sucht ihr nach der Statue, Majestät? Folgt dem weißen Balverin. Ach, Mann. Der Dieb ist doch der weiße Balverin, oder? Das kennen wir doch aus dem ersten Fable, dass sich die Leute darin verwandeln können. Und der Dieb ist bestimmt ein Balverin. So. Das wurde auch nicht wirklich erklärt, ne? Ich bin eigentlich der Meinung, mich zu erinnern, dass die auch durch einen Biss oder durch einen Kratzer oder irgendwie sowas zu einem Balverin geworden sind. Warum der Held nie zu einem wird, weiß ich nicht. Die ist wohl immun. Aber ich glaube, die können sich auch nicht zurückverwandeln, ne? Oder doch, als wir gegen Reaver in Reavers Villa gekämpft haben. Da waren die Zuschauer, seine Gäste waren da Balverine. Und die konnten sich einfach so auf Gusto verwandeln. Okay, doch, es ist ein Formwandler. Jemand, der sich verwandeln kann, wenn er es will. Und das sieht aus wie in Nottle Glade im ersten Spiel. Ich mochte Nottle Glade. Das war eigentlich ein cooler Ort. Also, ihr Monster, das ist euer! Oh, tut mir leid. Für einen Augenblick dachte ich, ihr wärt ein Balverin. Die versuchen doch dauernd, bei uns einzudringen. Wir verbrennen Silbernitrat in diesen Lampen, um sie abzuhalten. Das tötet sie schnell, wenn sie in der Nähe sind. Wenn eine Lampe ausgeht, das wäre nicht auszudenken. Als das vor kurzem einmal passierte, konnten wir sie schnell wieder anzünden. Den Verantwortlichen, diesen Connor, haben wir streng bestraft. Bevor er in den Wald ging, sagte er, es käme noch eine Abrechnung. Ich vermute aber eher, dass die hungrigen Balverine längst mit ihm abgerechnet haben. Ihr könnt alle rauskommen! Ihr seid sicher! Ihr habt ihn verbannt in einen Wald voller Balverine? Sagt mal, kann man hier Häuser kaufen? Das sieht ja aus, als ob man hier Häuser kaufen könnte. Ich bin jetzt auch in einem Bereich, wo wir vorher noch nicht waren. Oder? Silver... Nee, das gehört mir alles schon. Silver Pines, das ist alles schon meins. Silver Pines, alles meins. Okay. Da bin ich doch jedenfalls gerade, ne? Weil ich dachte, wir sind dahin gekommen endlich mal. Und sind deshalb an einem Ort, wo wir noch nicht waren. Aber hier... reparieren, Miete anpassen. Okay, das ist schon meins. Okay, na wunderbar. Alles gut. Hier bin ich aber noch nie gewesen. Das gehört alles mir, aber ich bin noch nie hier gewesen. Interessant. No stealing. Okay. Nicht klauen, bitte. Bitte nicht stehlen. Die sind neutral gesinnt. Ist ja interessant. Okay, da ist immer noch der weiße Balverin. Also wir behaupten jetzt einfach mal, Connor ist der weiße Balverin und der will mit den Leuten abrechnen. Wie das auch passiert ist, ist natürlich fraglich. Es könnte sein, dass Connor schon immer ein weißer Balverin war, ein sehr mächtiger und deshalb ein doppeltes Spiel gespielt hat und ein Doppelagent der Balverine war und deshalb das Dorf infiltriert hat und dann auf seine günstige Gelegenheit gewartet hat. Und jetzt wurde er verbannt und rächt sich halt. Warum an mir, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich weiß nicht, was ich getan habe, aber gut. Majestät, ich habe euch schon erwartet. Wart ihr im Dorf unterwegs? Reizend. Voller warmherziger, wundervoller Leute, die ein mir letztes Hemd geben und euch für einen geringfügigen Fehler zum Tode verurteilen. Jeder kann beim Wacherhalten einschlafen. Ist es gerecht, ihn dafür in den Wald zu verbannen? Aber genug davon. Ihr seid wegen der Statue hier. Beeindruckend. Sie hat sich bislang so verhalten, wie es passiert. Ich brauche sie nicht mehr. Seltsam, wie sich die Dinge ändern. Wenn ihr sie diesem Besserwisser in Millfields zurückbringen wollt, bekommt ihr sie. Fast umsonst. Ich bitte euch nur um einen kleinen Gefallen. Vernichtet die Silbernitratlaternen. Das geschieht im Dorf nur recht. Ihr habt die Wahl. Ganz einfach. Wie einfach? Wenn ihr ablehnt, töten euch meine Brüder. Das Problem ist halt, wenn ich die ganzen Leute da töte, dann habe ich keine Mieter mehr. Ach, das wird schon, da wird schon jemand anderes einziehen, denke ich mal. Klar, wir greifen das Dorf an, habe ich glaube ich noch nie gemacht. Warum nicht? Sehr gut, bald werden wir auf den Gräbern dieser Verräter tanzen. Also los, zerstört alle Lampen. Okay,
das ist immer noch einfacher, als wenn ich mich mit Balverin auseinandersetzen muss. So. Also, dann werden wir jetzt die Laternen zerstören. Ja, die Balverine sind auf meiner Seite, ja? Richtig? Was ist denn da hinten? Da steht doch wer. Wer bist du denn? Das ist ein Geist. Hallo. Hallo, Geist. Wache Bryn. Das ist wahrscheinlich der, der irgendwann mal hier das Wolfskelett vergraben hat, ne? Und da steht da noch. Warum ist denn der nicht despawned? Seltsam. Aber ich glaube, ich habe das noch nie gemacht. Es könnte wieder relativ kurzsichtig sein. Es ging ja nur um Gut oder Böse. Ich bekomme ja keine Belohnung dafür. Aber wenn ich halt jetzt meine Mieter töte, wäre schon schlecht. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, so denkt das Spiel nicht. Ich denke mal, ich bekomme trotzdem mein Geld. Also, bam! Haha! Was wollt ihr tun? Ihr könnt nichts tun. Ich bin unbesiegbar. Ja, ich bringe euch um. Bam! Du warnst mich? Ja, bitte, dann schieß halt. Ich glaube nicht, dass deine armseligen Kugeln mir Schaden anrichten können. Und ja! Hübsch dunkel jetzt. Ja, kommt rein, meine Freunde! Balverin als Verbündete, cool. Klar, ich töte jetzt mein Volk, das ich eigentlich versucht habe zu beschützen. Aber, hey! Oh nein! Habe ich jetzt den Balverin getötet? Nein, ich habe den Menschen getötet. Ich dachte, das hat falsch getriggert und ich habe den Balverin getötet. Alter, das dachte ich, ist in Fable 3 nicht möglich, dass man buchstäblich unschuldige, unbewaffnete Bürger tötet. Ich dachte, das geht gar nicht. In Fable 1 ging es? Das hätte ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Es gab einfach noch nie Anlass dazu. Oh, da ist noch jemand. Bam! Tschung. Meine Fresse. Es sind halt unschuldige Bürger, ne? Es sind keine Kämpfer. Die haben keine Waffen, die haben keine Rüstung, können sich nicht verteidigen, nix. Das ist ein richtiges Abschlachten hier. So ein Abschlachten gab es im ersten Teil öfter, aber im dritten habe ich das noch nie gesehen. Wow. Oh, Moment, da ist jemand und bettelt um ihr Leben. Nein, bitte nein. Moment, wo bist du? Ah, hallo. Ich musste das tun. Ich will doch nicht meine neuen Freunde verärgern. Nicht wahr? Nein, will ich nicht. Ich brauche die Statue. Dieses Opfer war nötig. Silver Pines ist jetzt wieder gereinigt von Menschen? Ich weiß nicht. Schwer zu sagen. Naja, meine neuen Freunde haben es mir befohlen. Es war einfach nötig. Die Bürgerin da hätte einfach ruhig sein sollen, dann hätte ich sie nicht gefunden und dann wäre alles gut gewesen. Naja, egal. Weil gegen den will ich nicht kämpfen. Meine Rache war süß. Das fanden auch viele meiner früheren Nachbarn, habe ich festgestellt. Hier ist, wofür ihr gekommen seid. Mehr kann ich offenbar nicht tun. Kommt bei Gelegenheit wieder. Ihr seid hier immer willkommen. Oh, kann das sein? Kann das sein, dass die anderen Balverine seine ehemaligen Nachbarn waren, so wie er das gesagt hat, die ebenfalls verstoßen wurden? Und die verwandeln sich dann alle wieder in Leute und ziehen dann in den Häusern ein? Und dann brauchen sie keine Silberlaternen mehr, weil es keine anderen Balverine gibt? Also nur die verstoßenen Bürger sind die Balverine. Das wäre ja interessant. Gut, die Statue eines weißen Balverins. Kehrt zu Muriel zurück. Na, dann machen wir das doch mal. Muriel! Ich habe, was du wolltest. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dir völlig egal ist, wie ich das bekommen habe. Und wenn dir das nicht egal ist, dann sage ich, ich bin deine Königin. Und und du wirst nicht an mir zweifeln. So. Oder irgendwas in der Richtung. So. Leichenpflaster meinen Weg. Wunderbar. Wunderschön. Solange wie ich immer noch Miete kriege, ist mir das relativ egal. Das macht mir jetzt tatsächlich nicht viel aus. Es ist ja wirklich das allererste Mal gewesen, dass ich überhaupt hier war. Das war das allererste Mal, dass ich einen Fuß in dieses Dorf gesetzt habe. Von daher ist meine emotionale Bindung zu diesem Dorf recht schwach ausgeprägt. Ja, kann man jetzt nicht anders sagen. Und wenn so ein mega fetter Balverin kommt, ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendeine schwertschwingende
Kriegerin mit magischen Fähigkeiten bin, die schon ein paar Mal die Welt gerettet hat. Und Königin eines Landes. So ist es ja nicht. Wenn es so wäre, dann hätte man natürlich sagen können, klar, ich bin mächtig genug, gegen Balverine zu kämpfen. Ich muss nicht Unschuldige abschlachten. Aber mein aktueller Stand erlaubt es mir nicht wirklich, so etwas zu tun. Ne? Ich bin einfach, das ist einfach ein Gegner für einen anderen Gegner. Da müsste schon jemand kommen, der etwas mächtiger ist. Und nicht so eine alberne Königin, die ein paar Zaubersprüche kann und ein legendäres Schwert schwingt. Das ist nicht wirklich sinnvoll. Räuber! Bam! Genau, ihr fordert eine ganze Armee heraus. Das finde ich natürlich immer super. Ich weiß nicht, wie oft ich darauf schon eingegangen bin, dass am Tag... Ich glaube, die Zauber sind sehr viel stärker, als ich immer denke. Also es ist natürlich cool, dass hier am Tag die Räuber kommen und in der Nacht kommen dann die Balverine. Denn das ist halt immer gefährlich, aber aus verschiedenen Gründen und auch aus nachvollziehbaren Gründen. Und das finde ich ganz cool. Na was denn, warum stirbt denn der nicht? Ich habe Feuerschwerter. So, das war's. Okay. Dann werden wir jetzt wieder zu der adeligen... Zurück. Habt ihr den Dieb erwischt? Habt ihr die Statue? Natürlich hat sie das. Sie ist die Königin und unfehlbar. Wenn ihr mir die Statue reichen wollt, Majestät, ich werde sie schätzen lassen. Warum steht denn da die Statue Hobson geben mit Fragezeichen? Es ist ja keine böse Tat, ich habe ja gar keine Wahl. Also ja, wir tun das. Ihr habt sie gefunden. Oh, mir kommen die Tränen. Entschuldigt mich, Majestät. Ihr sollt mich so nicht sehen. Und bitte, verwendet sie weise. Edelleute, die sind immer so melodramatisch, aber dieses kleine Ding ist genauso wertvoll, wie ich gehofft habe. Der Gewinn wird sich in der Schatzkammer gut machen, es sei denn, ihr könntet den Erlös natürlich auch für euch selbst behalten und ihn für Zwecke verwenden, die ihr für richtig haltet. Was wollt ihr tun, meine Königin? Der Punkt ist, wir haben ein obergeordnetes Ziel, nämlich unser verdammtes Volk zu beschützen. So, und genauso wie mit den 700.000, die ich behalten habe, es würde nichts bringen, wenn ich das jetzt behalte, weil es nichts gibt, was ich davon kaufen kann. Es gibt buchstäblich nichts, was ich mir wünsche und was ich mir nicht leisten kann. Also dieses Geld für mich zu beanspruchen, macht einfach keinen Sinn. Und deshalb spenden wir es der Staatskasse, auch wenn es eine gute Tat ist. Es ist einfach sinnlos, es zu behalten, weil es nichts gibt, was ich davon kaufen könnte. Also, spenden. Welche großmütige Geste. Eure Untergebenen können sich wirklich glücklich schätzen. Genau das. Wenn mich die Leute ein klein wenig weniger hassen, weiß ich nicht, ob das gut ist. Es macht wahrscheinlich keinen Unterschied mehr. Ich habe so viele Teufelstaten vollbracht, da ist das wahrscheinlich auch egal. Ihr habt zugelassen, dass Balverine ein ganzes Dorf auslöschen, aber eure Großzügigkeit hat das Leben in Erbien etwas sicherer gemacht. Ja, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Vielleicht komme ich bei plus minus null raus. Der schicksalhafte Angriff steht kurz bevor und unsere Staatskasse ist gut gefüllt. Da fühlt man sich doch gleich viel sicherer. Ich schlafe sogar schon neben dem Gold. Kommen wir zum ersten Punkt der Tagesordnung. Ihr seid sicher über die schlimme wirtschaftliche Lage des Königreichs informiert. Logans Politik hat uns an den Rand des Ruins getrieben. Die Panik, die durch die herannahende Dunkelheit verbreitet wurde, hat alles nur noch verschlimmert. Leider kann unser Absturz in den Ruin nur noch von Bowerstones Finanzinstituten verhindert werden. Ihr müsst die Katastrophe abwenden, euer Volk zählt auf euch. Aber ihr werdet es damit vielleicht zu einem härteren und blutigeren Schicksal verdammen. Was sollen wir tun, Majestät? Was soll das bedeuten? Das habe ich nicht verstanden. Wirtschaft subventionieren? Kostet uns eine halbe Million? Oder Wirtschaft kollabieren lassen.
Das ist... Moment, das kostet 500.000. Ich habe 500.000 privat. Ich glaube, damit werde ich meine erste gute Tat bringen. Ich weiß nicht. Ob ich euer Volk noch Essen leisten kann. Das Gold dient hier drinnen zumindest einem größeren Zweck als dort draußen. Ist es wichtig, ob euer Volk essen kann? Nein, ist es nicht. Eine weise und vernünftige Wahl. Finanzieller Ruin ist immer verheerend, aber die Dunkelheit bringt den sicheren Tod. Fahren wir mit der Tagesordnung fort? Genau. Ist es entweder ein langsam annahender Tod, weil die Leute verhungern, oder ist es der sichere Tod, weil die Dunkelheit kommt? Na schön, verbleibende Tage bis zum Angriff 121. Entscheidet über den Antrag zum Bau eines militärischen Außenpostens. Fällt ein Urteil über die Zukunft von Mistpeak und Armee von Albion beauftragen. Das finde ich jetzt ein bisschen seltsam. Armee von Albion beauftragen klingt eigentlich wie der letzte Punkt überhaupt. Aber es sind doch 121 Tage. Wenn da steht noch 3 Tage, dann würde ich das verstehen. Kaelin, die Vertreterin des auroranischen Volks, hat euch um eine Audienz gebeten. Man erwartet euch bereits im Thronsaal. Okay, wollen wir mal sehen. Aber wir können was anderes machen. Überweisung aus Staatskasse. Überweisung aus Staatskasse? Nein. Die Überweisung von Geldern aus der Staatskasse des Königreichs wird als Korruption angesehen, verringert euer moralisches Ansehen. Nein, das wollen wir ja nicht. Ich will ja persönlich Überweisung an Staatskasse. So, guck mal, Ladeneinkommen 51.000, Mieten 67.000. Das ist schon krass. Es wird aber immer wieder ein bisschen weniger, der Laden wird irgendwie immer ein bisschen weniger. Von 8,22 auf 8,0 auf 7,68. Wir machen die Überweisung an Staatskasse. Die Überweisung von Geldern an die Staatskasse des Königreichs wird als Akt der Tugend angesehen und erhöht euer moralisches Ansehen. Wir brauchen das Geld buchstäblich nicht mehr. Oh Gott, geht es nicht schneller? Das muss doch schneller gehen, oder? Oh doch, jetzt wird es langsam schneller. Okay. Weil wir brauchen das Geld buchstäblich nicht. Alles, all diese Sachen mit den Häusern kaufen und mit den Mieten so hoch schrauben, das habe ich gemacht, damit wir jetzt genug Geld haben, um es zu überweisen. Darum ging es. Das war das, worum es bei den Mieten geht, dass wir am Ende unser Volk retten können. Das war der einzige Grund. So, wollt ihr wirklich einen Goldbetrag von 663.723 an die Staatskasse des Königreichs überweisen? Jawohl. So, jetzt habe ich 0 persönliches Geld. Und unsere Staatskasse hat 5,2 Millionen. Wir brauchen 6,5, aber das ist schon deutlich besser. So. Also. Wir können natürlich... Ja. Wie gesagt, wir können natürlich hier eine Weile AFK bleiben. Wie sieht die denn aus? Wir können eine Weile AFK bleiben. Und dann werden wir immer mehr Geld bekommen. Aber das ist nicht wirklich sinnvoll. Die sah von, mit den Strümpfen, die sah von hinten total seltsam aus. Guck mal, weil, naja gut, egal. Die sah mir etwas fehl am Platze aus in der Zeit irgendwie. Von vorne sieht sie normal aus. Sie hat mich ausgebuht, wie kannst du es wagen? Da bist du ja schon wieder. Vierkia, aus dem Weg. Erhebt euch, die Königin. Yay, mögt ihr mich nicht wenigstens ein bisschen? Wenn Probleme auftreten. Heute werdet ihr über den Schutz von Aurora entscheiden. Kaelin gibt ihren Vorschlag ab. Reaver wird die Sache anfechten. Dann sprecht. Eure Majestät, wie ihr wisst, wird meine Stadt nach wie vor aus der umliegenden Wüste bedroht. Die Dunkelheit könnte jederzeit wieder über uns hereinbrechen. Aurora gehört nun zu eurem Königreich. Ich erbitte daher euren Schutz. Baut einen Außenposten in der Wüste, der mein Volk vor Angriffen des Kriechers warnt. So können wir die Stadt noch rechtzeitig verlassen. Nur dann werden eure Untertanen überleben. Ein Wüstenaußenposten? Ich habe nie solch einen Unsinn gehört. Und was kommt als nächstes? Kavernen unter Wasser? Getreide im Gebirge? Das ist ein törichter Vorschlag.
Wieso sollten unsere tapferen Soldaten in einem fernen Land einen Sonnenstich riskieren, wenn sie die Bürger dieser Stadt beschützen können? Ist es wirklich wert, die Leben all der Leute außerhalb dieser Mauern für ein Alarmsystem zu riskieren? Natürlich nicht. Lassen wir Mittel und Soldaten dort, wo sie hingehören, nämlich hier. Die Dunkelheit bedroht uns alle. Aber Aurora hat bereits am meisten darunter gelitten. Die endgültige Entscheidung liegt bei euch, Majestät. Die Sache ist die, jetzt macht es langsam so einen Schnitt, dass wir über die bösen Entscheidungen gar kein Geld mehr dazu bekommen. Die Sache ist, die Frage ist jetzt, was sie gesagt hat, ich habe ihren Namen vergessen. Das macht ja durchaus Sinn, wenn wir keinen Wüstenfort errichten, dass denn die Untertanen sterben. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich wirklich so passiert. Das wäre natürlich schlecht, wenn wir dann potenziell weniger Leute haben, die wir in einer Armee abstellen können, um unser restliches Volk zu retten. Die Sache ist, wir haben eigentlich gerade ganz gute Mittel und könnten uns das eigentlich leisten, gerade weil ich auch eben 100.000 angenommen habe. Wisst ihr, wir werden jetzt wieder ein bisschen vernünftiger werden, weil ich glaube, das ist ein vernünftiger Vorschlag und ich glaube, das ist auch was Wichtiges. Und wir können uns das leisten und trotzdem unser Volk retten. Ich glaube, das sollten wir tun. Ja, wir errichten den Wüstenfort. Wir werden ein paar gute Taten machen, weil es, glaube ich, die bessere Wahl ist. Aurora steht unter unserem Schutz. Wir müssen den Außenposten bauen. Das Urteil der Königin gilt. Ein militärischer Außenposten soll in der Wüste um Aurora errichtet werden. Das werden wir nicht vergessen. Aurora dankt euch. Ihr seid eine eigenwillige Monarchin. Deshalb seid ihr so beliebt. Na gut, so soll es sein. Wir könnten das auch ganz anders sehen. Ich habe eben 600.000 gespendet, die man normalerweise durch die ganzen bösen Taten nicht bekommt. Das heißt, ich kann jetzt von 300.000 davon ausgeben und bin immer noch 300 im Plus. Versteht ihr, wie ich das meine? Von daher, wir sind immer noch im Plus-Bereich von der Bilanz. Und das ist eigentlich das Einzige, worum es geht. Die Reaver-Werke präsentieren mit Freude eine exotische Saga von Liebe, Abenteuer und Sand. Den Wüsten-Außenposten. Bringt Sabine von den Mistpeak-Vagabunden her. Das war eine sehr kurze Vorstellung. Heute entscheidet ihr über Mistpeak, die Heimat der Vagabunden, Eure Majestät. Sabine wird für sein Volk und sein Land sprechen. Reaver wird die Sache anfechten. Dann sprecht. Ich komme, um einzulösen, was mir und meinem Volk versprochen wurde. Ihr wolltet unsere Berge wiederherstellen und unser Recht in ihnen zu leben. Unser Teil des Handels ist erfüllt. Wir haben euer Recht, auf dem Thron zu sitzen, mit dem Leben bezahlt. Jetzt erfüllt euren Teil. Beseitigt den Schaden, den euer Bruder unserem Land angetan hat. Dann sind wir quitt. Eure Majestät, das klingt nach unnötigen Ausgaben und einer dreisten Forderung. Welchen Wert haben denn ein paar Bäume, die in Schnee und Fels verdorren? Jetzt ist nicht die Zeit für idyllische Fantasien. Diese Wälder sind eine Ressource. Und wir benötigen dringend Ressourcen. Ich schlage vor, wir weiten den Ansatz eures Bruders aus und nehmen, was uns die Natur bietet. Auf euren Befehl wandle ich das wertlose Mistpeak-Ödland in Geld um, das wir zur Verteidigung Albions brauchen können. Noch sind diese Hände weder zu alt noch zu schwach, um euch den hübschen Hals umzudrehen, Reaver. Die noble Erwiderung einer echten Bergziege. Ihr habt Sabine ein Versprechen gegeben. Aber ihr entscheidet, ob ihr es halten wollt. Ich weiß nicht warum, aber ich tendiere jetzt ständig zu den guten Sachen. Wahrscheinlich, ich hab jetzt schon ziemlich lange nicht mehr aufgenommen. Vor ein paar Wochen hätte ich ohne Probleme das Versprechen gebrochen. Der Unterschied ist jetzt, mit dem letzten Vorschlag hätten wir kein Geld bekommen, sondern höchstens was verloren, was wir wieder auffangen könnten. Das könnten wir auch auffangen, aber wir könnten auch 400.000 bekommen. Dadurch hätten wir das davor komplett finanziert. Das heißt, wir wären damit
wieder auf Null und unsere Spende wäre damit wieder aufgehoben. Wir können unser Versprechen einhalten und sind immer noch im Plus. Wir haben die 400.000 nicht nötig, weil ich sie gespendet habe. Das ist aber der letzte Ausgleich, den ich machen kann. Und dann müssen wir Versprechen brechen. Weil guck mal, jetzt kann ich schon wieder 200.000. Ja, wir halten das Versprechen. Ich halte mein Versprechen. Die Vagabunden bekommen die Berge von Mist Peak. Mist Peak soll ein geschütztes Gebiet werden. Die Vagabunden sollen über die Wälder und Ressourcen des Landes verfügen. Ihr steht zu eurem Wort und eurer Ehre. Die Vagabunden werden euch bis zum Ende folgen.